Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019 mit dem Qualifikationstraining zum größten Preis von Monaco. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute im Starkregen von Monaco dürfen wir uns versuchen, so weit wie möglich vorne zu qualifizieren, um im Rennen morgen eine gute Chance auf unseren 6. Saisonsieg zu haben. Letzte Saison hatten wir insgesamt nur 9, jetzt sind wir schon bei 5. Also, aber mal schauen, wie die Saison noch läuft. Das kann ja alles jetzt auch schief gehen. Hoffentlich nicht hier. Wie gesagt, heute Monaco, nächste Woche Kanada, dann geht's Frankreich. Aber naja. Die Monaco zu einer der spannendsten Qualifying Sessions der ganzen Saison. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wer es heute schaffen wird, seinen Namen der Liste der bisherigen Inhaber der Pole Position von Monte Carlo hinzuzufügen. Mit dem heutigen Wetter, Stefan, können wir alles, was wir in den letzten Tagen gelernt haben, wohl gelinde gesagt aus dem Fenster werfen. Wer hat deiner Meinung nach die größten Vorteile auf dieser rutschigen und sehr schwer einzuschätzenden Strecke? Das Problem ist natürlich, dass alle schon an das morgige Rennen denken müssen. Du willst natürlich nicht das Fahrgestell anheben und ein bisschen mehr zusätzlichen Abtrieb einstellen, den du im Grand Prix selbst gar nicht haben willst. Die Park-Fermé-Regeln bedeuten aber, dass du genau diese Entscheidungen treffen musst. Das Beste, was die Fahrer machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was ihnen im Cockpit zur Verfügung steht. Wenn man die Bremskraftverteilung weiter auf die Vorderachse legt, verhindert man, dass das Heck beim Bremsen rutscht. Und eine Öffnung des Differentials kann das Übersteuern am Kurvenausgang deutlich einschränken. Jene Fahrer, die diese Technik am besten für sich nutzen können, haben heute sicherlich die besten Chancen auf Erfolg. So, großer Preis von Monaco, herzlich willkommen im Regen, im blöden Regen. So, wie sieht das überhaupt komplett so aus? Ja, okay, sieht's mal. Ja, aber es rennt nur trocken. Das ist das Wichtigste. Und damit ist es amtlich. Wir werden definitiv mit einem trockenen Setup ins Rennen gehen hier in Monaco. Okay. Gut, alles ist auf Hotlap eingestellt. Das heißt, wir haben jetzt volle Power hier. So, mal gucken, wie die ersten Zwischenzeiten hier aussehen. So schon mal nicht. Wir müssen echt bei manchen Ecken höllisch aufpassen hier. Sie konzentrieren mich gerade, jetzt ein bisschen weniger quatschen. ...1.30.3, die von George Russell. 29.7, also gut, einfach mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Williams, als der Alpha Williams Pilot. Ich versuche jetzt gerade mal Zeit zu setzen. Magnussen vorne auf im Racing Point jetzt auf 1. Valtteri Bottas 28.7 Mercedes. Das ist zumindest mal die erste Zeit, die wir uns packen müssen. Es reicht nicht, um an Bottas ranzukommen. Thank you.
Und dann auf P5. Ja, schon klar. Ach so, wenn eine schnelle Runde ist, dann muss man die ja wegnehmen. Stimmt. Könnte ja sein, dass ich auf Pol fahre. Gut, ich weiß, dass ich ein bisschen abkürze. Oh. Ja, super. Geil. Da habe ich mich ein bisschen vertan. So, zweiter Versuch, vorne ran. Gut, jetzt läuft. Recommend taking the wet tires in the current conditions. Den ersten Stint haben wir geholt. Wir haben noch gut 10 Minuten Zeit. Die 23-1 im letzten Sektor. Our best lap so far is a 127.6. In the speed trap, 265.2 kilometers per hour. Times are dropping. Looks like track conditions are starting to improve. Oh, gut, wir sind vorne dabei auf jeden Fall. Sainz ist auf 3 momentan. Also wir sind auf jeden Fall, zumindest wie gesagt, den ersten Jury haben wir gesetzt. Den haben wir auf jeden Fall vorne. Das ist das Wichtigste. Sollte keiner mehr fahren. Sollte keiner mehr fahren, haben wir das Ding gewonnen. So, irgendwie auf der Strecke, nur gerade nicht. Was für ein Rennen. Es wird trocken.
So, der erste, der jetzt rausgeht, ist George Russell, der den zweiten Schuss setzen wird. Der ist momentan auf Platz. Oh, das ist gut weit runter. Das ist weit abgerutscht. Ja, bis aufs Ende des Feldes sogar. So, wie sieht die Zeit aus? Ich stehe, glaube ich, immer noch vorne. Ich hoffe zumindest. Jo. Es sind kaum noch Zeiten gerade dabei, die viel schneller sind als unsere. So far, our fastest lap is a 1 minute 27.6. So. So, eine Runde versuchen wir es nochmal zu setzen. Weil wir können die Reifen erfahren, sie sind ja... Momentan, wir haben ja morgen trockenes Wetter. Das ist der Vorteil. So, 2 Minuten noch. Wir haben genau die Lücke erwischt, die heißt, um trockens. Um es trocken zu lassen. Komm, komm. Oh ne, und so viel zum Thema dazu. Und auf einmal schon ein Pazifik Renault. Oh, das sind 3 Autos vor uns. Scheiße. Dann habe ich den dadurch den Bremspunkt verpasst. Geh mal weg. Herzlich willkommen in Monaco, liebe Leute. Ja, Thema ist durch. Wir werden keine Zeit setzen können mehr. Da hat es ja was eine gute halbe Sekunde gekostet und das ist das Problem an der Sache. Ich musste abkürzen, weil da noch ein Auto war. Und dann sagt er mir, nee, du hast abgequält, der Runde ist kaputt.
Also wenn wir dann haben wir es eh verkackt. Weil die Runde wird nicht mehr zu retten sein. Ja, dann gehen wir in die Garage. Wenn er so nicht, wenn er es nicht akzeptiert, Thema ist durch. Das Qualifying ist beendet und Dritter. Genau deswegen. Blick auf unsere Top 3. Gasly, Vettel und Richter. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Und deswegen verkacken sie und haben wir die Pole verkackt, weil es einfach keine freie Runde gab. Die hätten wir wahrscheinlich locker geholt, die Runde. Die Pole. Ja, ist egal. Gute Arbeit auf der Strecke. Ja, bin ich zufrieden. Nur zu ein paar Fragen. Was? Das muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Das Wetter ist während des Qualifyings nicht ideal gewesen. Was sagen Sie dazu? Jo. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? So, Aero-Abteilung auf jeden Fall. Danke für den Kommentar. Und ich fahre in einer Trockensetup. Vielleicht habe ich Glück, dass wir mit den Last-Setups, dass viele andere Fahrer aufs Last-Setup gehen, dass wir dann halt eine Möglichkeit haben, vorne zu sein am Ende. Wir müssen halt zwei Autos holen, ne? Ob wir das jetzt im Rennen nochmal umsetzen können, von Platz 3 aus das Ding hier zu gewinnen, das sehen wir dann in der nächsten Folge.